Don John hier und in dem folgenden Interview wirst du hören, wie ich eine Frau konkret beim ersten Date verführe. Sie wird es dir im Detail schildern und drei Erkenntnisse, die ich während der Verführung noch hatte, die will ich dir nicht vorenthalten. Erkenntnis Nummer 1 ist, die Frau hat mir, ich zitiere, im Interview gesagt, aber ganz ehrlich, jede Frau weiß doch ganz genau, wenn du einen Vorwand lieferst, warum, dass der Vorwand nur ein Vorwand ist und sie weiß, warum sie mit dir nach Hause geht. Und das ist richtig, das stimmt. Früher habe ich das nicht gemacht. Früher habe ich dem Vorwand eine noch zu große Bedeutung beigemessen. Ich dachte, ich müsste nur den perfekten Vorwand liefern, ob ich jetzt so tue, als hätte ich Asthma und mein Asthmaspray zu Hause noch nehmen muss, weil ich den vorher vergessen habe oder weil ich mit ihr die Einkaufstüten nach Hause bringen muss, weil ich vorher noch mit ihr einkaufen war und die offensichtlich auf dem Date stören oder was auch immer meine Ausrede war, ist nicht so wichtig. Ich habe das oft gebracht, weil ich einfach nicht wusste, wie ich die Frau schneller sonst nach Hause bekomme. Heutzutage mache ich das so, dass ich oftmals gar keinen Vorwand bringe oder wenn ich aber einen Vorwand bringe, dass die Frau ganz genau weiß, dass es sich dabei nur um einen Vorwand handelt. Und das ist wichtig. Du musst der Frau auf dem Date, in der Bar, im Café oder wenn ihr spazieren geht, schon klar machen, dass was du genau von ihr willst und dass es gefährlich wird, wenn sie mit dir nach Hause geht. Wenn eine Frau etwas sagt zu dir wie, und ich soll jetzt einfach so mit dir nach Hause gehen. Du denkst, du kriegst mich einfach so schnell nach Hause. Oder wenn sie sagt, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, wenn ich jetzt mit dir nach Hause gehe. Das sind gute Zeichen. Denn du sollst nicht verstecken, was du willst. Du sollst es ihr offensichtlich klar machen. Und je besser du auf dem Date eskalierst, die Situation eskalieren lässt, das heißt, du baust immer wieder Körperkontakt auf, du sprichst über sexuelle Themen, du versteckst nicht, was du willst, desto klarer wird auch für die Frau, was du willst, was du von ihr willst. Und desto einfacher wird es auch mit dir nach Hause zu gehen, weil du sie nicht im Unklaren darüber lässt, was du möchtest. Ich habe das früher eben anders gemacht. Ich habe sie teilweise noch schneller versucht zu verführen bzw. mit nach Hause genommen als heute, aber da ist es dann öfters mal nicht zum Sex gekommen oder die Frauen sind einfach aufgestanden und gegangen oder ich habe versucht zu eskalieren, aber bin über einen gewissen Punkt nicht hinüber weitergegangen, konnte nicht weitergehen, weil die Frau einfach zu sehr dagegen war. Es hätte nicht geklappt. Und das liegt eben daran, weil die Frau dann wirklich dachte, in dem Moment, dass ich mit ihr kurz nach Hause gehe und dann kurz grünen Tee trinke oder kurz mein Asthmaspray hole und fertig, nicht damit gerechnet hat. Aber wenn du die Frau immer darauf vorbereitest auf dem Date, indem du sie langsam aufwärmst, du musst dir vorstellen, eine Frau ist wie ein Lichtschalter, den man langsam andreht. Und wenn du sie immer weiter vorbereitest, dann wird es auch viel leichter, wenn sie mit dir nach Hause geht, dass du dann auch einfacher mit ihr im Bett landest, als wenn du sie nicht darauf vorbereitest. Erkenntnis Nummer 2 ist, dass es drei Möglichkeiten gibt, um Last-Minute-Resistance auszuhebeln. Last-Minute-Resistance, wenn du das nicht weißt, was das bedeutet, ist, wenn du mit der Frau hier zu Hause in deinem Zimmer bist und sie sich ziert, sie will eigentlich schon Sex mit dir, aber sie weiß nicht so recht und da gibt es mehrere Möglichkeiten, wie du den aushebeln kannst. Du kannst entweder eine der folgenden Möglichkeiten, die ich dir gleich aufzähle, nutzen oder aber alle drei. In der folgenden Verführung, die du gleich hören wirst, habe ich alle drei Möglichkeiten genutzt. Zum einen, ich habe die Frau immer geiler gemacht zu Hause, sodass ihre Erregung, ihre Ängste und Sorgen und sozialen Druck gewichen sind. Also ihre Erregung ist einfach so geil geworden, dass sie irgendwann gesagt hat, ach, scheiß drauf, lass uns jetzt einfach vögeln. Und ihre Ängste waren wie weggeblasen. Das heißt, mach die Frau ruhig immer weiter geil, sodass irgendwann ihr rationaler Verstand ausgeschaltet wird. Zweite Möglichkeit, du baust ein Freeze-Out ein. Ein Freeze-Out ist ein klassisches Pick-up-Instrument, Oldschool-Pick-up-Werkzeug. Das bedeutet, wenn du merkst, du kommst nicht weiter, du willst jetzt ihr an die Wäsche gehen und du hast vielleicht schon ihren BH ausgezogen und ihre Hose und hast sie vielleicht sogar schon gefingert, aber bis zu einem gewissen Grad geht es, aber weiter kommst du nicht rein. Also du kommst einfach, du kannst sie einfach noch nicht vögeln und was du dann machen kannst, ist, dass du ihr einfach die Aufmerksamkeit entziehst. Das bedeutet, du spielst jetzt nicht den Beleidigten und sagst, das ist ja klar, dass es nicht geklappt hat oder spielst jetzt die Diva oder die Pussy, sondern du bleibst männlich, bleibst bei dir, aber du gehst an den PC und erledigst irgendwelche Dinge. Aber auf keinen Fall den Beleidigten spielen, sondern dich einfach mit anderen Dingen beschäftigen. Und die Frau wird infolgedessen oftmals, da sie die Aufmerksamkeit zu verlieren glaubt, sich wieder dir nähern, von sich aus. Weil erst näherst du dich ja die ganze Zeit der Frau, versuchst ihr an die Wäsche zu gehen, versuchst was zu machen und baust so Druck auf. Und dann nimmst du den Druck raus und die Frau
ist einerseits erstmal ein bisschen vielleicht erleichtert, aber andererseits fehlt es ihr auch. Und dann wird sie nach 3, 4, 5 Minuten wieder die Aufmerksamkeit suchen. Das heißt, sie wird dann aufstehen und zu dir gehen. Und du wirst auf keinen Fall sagen, wenn auf die Frage, wenn sie sagt, bist du beleidigt jetzt, sagst du, nein, alles cool. Aber beschäftigst dich trotzdem mit den Dingen, bis sie wieder zu dir kommt. Und wenn sie zu dir kommt und wieder die Aufmerksamkeit sucht, dann drehst du dich um und versuchst es wieder und schlägst zu. Und in den meisten Fällen klappt das auch. Dritte Möglichkeit ist, dass du eine Einwandsbekämpfung lieferst. Und das ist auch was ganz Gutes. Du kommunizierst, du sprichst darüber, was das Problem ist. Das ist eine sehr gute Sache. Du sollst nachvollziehen und mit ihr mit offenen Karten spielen, woran das Problem liegt, dass sie jetzt nicht mit dir im Bett landen möchte oder warum sie jetzt keinen Sex möchte. Du kannst auch immer wieder bringen, etwas wie, nenn mir einen triftigen Grund, warum wir jetzt nie keinen Sex haben sollten. Schau mal, ich bin ein attraktiver Mann, du bist eine attraktive Frau, wir finden uns beide offensichtlich anziehend, warum sollten wir nicht jetzt Sex haben? Und wenn sie dir keinen triftigen Grund nennen kann, dann klappt das meistens sowieso schon. Und wenn sie etwa irgendwelche Vorwände bringt, also die Frau bringt quasi auch Vorwände, das ist auch lustig, die Frau bringt Vorwände, bevor du mit ihr vögeln willst und der Mann bringt Vorwände, wie er die Frau mit nach Hause bekommt. In dem Fall hat sie den Vorwand gebracht, ja, ich habe meine Tage, ja, ich muss morgen früh aufstehen, dann bin ich unausgeschlafen und ah, wir kennen uns ja nicht, das ging alles so schnell, ich kenne dich ja gar nicht, weiß gar nicht, wer du bist. Und ich habe ihr einfach erklärt, hey, schau, wir sind jetzt schon nackt und ich weiß, dass du deine Tage hast, das kannst du eh nicht mehr verbergen. Zweite Sache, du wirst so oder so unausgeschlafen sein, weil es jetzt schon so spät ist. Und dritte Sache, schau, es stimmt, ich gebe dir recht, wir haben uns, kennen uns noch nicht sehr lange, aber schau, jetzt liegen wir ja schon da in so einer vertrauten Position, wie eigentlich nur Leute, Mann und Frau, da liegen, wenn sie sich länger kennen. Und das fühlt sich doch auch schön an, oder? Schau, fass mich doch mal an, streich mich ein bisschen, okay, ich streiche dich auch. Fühlt sich das nicht gut an? Fühlt sich gut an, oder? Und du merkst, sie lässt sich infolgedessen mehr fallen und die Einwände. Ich habe einfach die stärkeren Argumente in dem Moment, weil ich habe einfach recht mit dem, was ich sage. Und auch wenn wir uns nicht kennen, es fühlt sich doch vertraut an, weil wir eben schon so da liegen oder schon etwas gemacht haben, was normalerweise Mann und Frau nicht tun würden, wenn sie sich noch nicht so lange kennen. Und indem ich ihre Argumente erstmal wahrgenommen habe, erstmal verstanden habe und ihr Recht gebe auf der einen Seite, und dann aber die Einwandsbekämpfung beginne, indem ich einfach sage erstmal, ja, du hast recht, aber, und dann fange ich einfach an, meine Argumente vorzubringen. Und indem ich die logisch vorbringe, also viele sagen ja einfach, man soll mit einer Frau nicht logisch diskutieren, das bringt nichts, das stimmt nur zum Teil. Einerseits sollst du die Frau natürlich schon erregen, du sollst auch den Freeze-Out immer wieder bringen, aber es ist auch sehr sinnvoll, ich habe das schon öfters geschafft, eine Frau zu verführen, indem ich sie gefragt habe, warum wir denn jetzt keinen Sex haben sollten. Denn ich bin attraktiv, sie ist attraktiv, wir finden uns beide anziehend, warum sollten wir denn nicht jetzt im Bett liegen? Und wenn sie dann in Erklärungsnot kommt, merkst du hast eigentlich schon gewonnen. Erkenntnis Nummer 3 und einer der häufigsten Gründe, warum die meisten Männer erst beim zweiten, dritten, vierten oder fünften Date mit der Frau im Bett landen, ist, weil sie einfach Angst haben, sich Druck aufzubauen während der Verführung und einer Konfrontation ausweichen. Sie möchten keinen Druck aufbauen in der Verführung und die Frau bloß nicht verlieren. Aber oftmals, wenn du darüber nachdenkst, wenn du ein Date verstreichen lässt und noch eins, es ist dir doch bestimmt auch schon mal passiert oder vielleicht öfter passiert, dass es nicht über das erste Date hinausging. Und das liegt unter anderem daran, weil du eben die Chance verpasst hast beim ersten Date, weil du nicht die Verantwortung für die Verführung in die Hand genommen hast beim ersten Date und die Verführung vollendet hast. Und dann du hast dich zurückgelehnt, hast vielleicht dich selber verarscht, indem du gesagt hast, ja, aber ich will sie doch erstmal schön kennenlernen und Vertrauen aufbauen. Und wenn wir uns beide wohlfühlen, ja, dann können wir miteinander im Bett liegen. Aber ganz ehrlich, du hast die Frau angesprochen, nicht weil du sie unbedingt kennenlernen willst, ihre Persönlichkeit, sondern was ihr als erstes aufgefallen ist, war ihr Körper, waren ihr Beine, war ihr geiler Arsch, waren ihre Titten und das war der Grund, das war die Hauptintention, warum du sie angesprochen hast. Also steh dazu, dass die Priorität Nummer 1 ist, warum du sie angesprochen hast, weil du sie vögeln willst. Und warum, wenn du sie beim ersten Date vögeln kannst, warum solltest du es nicht tun? Warum solltest du sie erst beim zweiten, dritten oder vierten Date vögeln? Wenn das beim ersten Date geht, kannst du sie, wenn du sie danach immer noch kennenlernen möchtest, dann auch noch kennenlernen, wenn du das möchtest. Und wenn nicht, dann nicht, aber
Verarsch dich nicht selbst, bleib nicht selber in deiner Komfortzone, sondern versuch es bewusst, dich zu entwickeln. Und ganz ehrlich, du entwickelst auch nur deine Verführungsfähigkeiten schneller und besser, wenn du ständig die Herausforderung suchst und wenn du dich selber unter Druck setzt. Weil wenn du immer alles bequem angehst und langsam, ja, es kann klappen, du kannst auch eine Frau später verführen, aber es wird dann immer das gleiche Problem aufkommen, dass es beim ersten Date oder beim zweiten Date oftmals nicht klappt und du wirst nicht wissen, woran es liegt, weil du einfach dich selber verarscht, weil du zu bequem bist. Und hab auch keine Angst, die Frau zu verlieren, denn in vielen Fällen wirst du die Frau verlieren, weil du dir zu viel Zeit lässt und nicht, weil du, zu wenig Zeit genutzt hast, sondern du solltest wirklich in weniger Zeit knackig die Verführung vollenden und dir nicht viel Zeit lassen. Und du wirst feststellen, dass du dadurch mehr Frauen schneller verführen kannst. Und ganz ehrlich, die wenigen Frauen, die du dadurch auscreepst, das sind einfach Kollateralschäden. Das wird einfach passieren. Und das ist auch absolut nicht schlimm, denn du wirst absolut gesehen viel mehr Frauen verführen, indem du Druck aufbaust in der Verführung beim ersten Date, als wenn du das nicht tust. Und die wenigen Frauen, die du dann nicht verführen kannst, das ist auch kein Hals- und Beinbruch. Löse dich von diesem Knappheitsprinzip, dass es nur wenige Frauen gibt. Wenn du wirklich mal erkennst, dass du jeden Tag rausgehen kannst und eine neue Frau verführen kannst, dann verliert diejenige Frau, mit der du gerade im Bett bist, auch an Wert, dass du wirst das schön finden, wenn du mit ihr im Bett liegst und wenn es klappt mit dem Sex, aber wenn es nicht klappt, so what, dann gehst du einfach raus und sprichst weitere Frauen an und du findest weitere Frauen, die sich auf jeden Fall verführen lassen. Von daher, hab keine Angst, die Frau zu verlieren. Entweder es klappt mit dir und es wird in vielen Fällen klappen und in den Fällen, in denen es nicht klappt, da ist die nächste. Du kannst einfach rausgehen und andere Frauen ansprechen, die für dich bereit sind. Um das nochmal zusammenzufassen, die drei Erkenntnisse. Erkenntnis Nummer 1 ist, mach der Frau klar, warum du mit ihr nach Hause gehen willst. Lass es sie unmissverständlich wissen, dass wenn sie mit dir nach Hause geht, es gefährlich wird. Erkenntnis Nummer 2, lerne, dass es oftmals Last-Minute-Resistance geben wird, dass die Frau sich zieren wird, wenn sie mit dir im Bett ist und wisse, wie du diesen Last-Minute-Resistance aushebelst. Zum einen, indem du sie immer weiter erregst, zum anderen über einen Freeze-Out und zum dritten, indem du ihre Einwände, also dass du ihre Argumente anhörst und ihre Einwände infolgedessen bekämpfst. Und Tipp Nummer 3, Erkenntnis Nummer 3 ist, dass du hartnäckig bleibst, dass du Druck in der Verführung aufbaust und dich dieser Konfrontation bewusst aussetzt und dadurch die Verführung wesentlich schneller voranbringst und auch wesentlich mehr Frauen verführst, als wenn du in deiner Komfortzone bleibst und dir Zeit lässt, denn dadurch wirst du auf Dauer auf jeden Fall mehr Frauen verlieren, als die du verführen kannst. Gut, jetzt zum eigentlichen Interview. Gib mir einen Daumen hoch, abonniere meinen Kanal und wir sehen uns im nächsten Video. Ich war an der S-Bahn-Station, hab da meine Runden gedreht, es war schon ziemlich spät am Abend. Dann läufst du so an mir vorbei und dachte mir, der Dame muss ich hinterherlaufen. Und dann habe ich dich gestoppt und angehalten. Aber es war nicht an der S-Bahn-Station, es war in der Bahnhofshalle. Ja, es ist ja eine S-Bahn-Station. Findest du? Aber das ist ja auch eine U-Bahn-Station, nicht wahr? Okay. Genau. Und wie war das für dich, als ich dich so gestoppt habe? Du wolltest nämlich gleich weitergehen eigentlich. Und du hast mich total gestört, weil ich gerade eine WhatsApp-Nachricht geschrieben habe. Ja, stimmt, du warst an deinem Handy beschäftigt. Ich kam hier, ne? Genau. Ja. Und dann habe ich dich zugetextet. Wie war das für dich? Was dachtest du im ersten Moment, als ich dich so gestoppt habe? Ich weiß es gar nicht mehr so. Wahrscheinlich noch so ein Idiot oder so, der irgendwas will. Der aber dich eigentlich ansprechen will? Oder? Eigentlich dachte ich, nein, du wolltest irgendwas anderes. Ja, so einen Staubsauger verkaufen, oder? Bestimmt. Montagabends um 9 oder wann das war? So klar. Montagabends um 9 in der Bahnhofshalle. Und nee, ich dachte, du hast irgendeine Frage oder weiß ich nicht. Ja. Und dann, was hast du denn gesagt? Was war dein erster Spruch? Hey, das ist mir gerade aufgefallen. Gefällt's mir? Hi, mein Name ist John. Und dann habe ich deine Hand genommen. Nach deinem Namen habe ich dich gefragt. Das hast du nicht von dir aus gesagt. Okay dann, also, okay, dann wie habe ich angefangen? Keine Ahnung, ich weiß es auch nicht mehr so genau. Okay, egal. Also ich mache das mal so. Aber egal, darum geht es auch gar nicht um das Gesagte, sondern eher um das Gefühl, um den Vibe. So wie kam ich rüber? Also wie kam das bei dir an? Oder beziehungsweise was hast du für einen Eindruck gehabt in dem Moment? Und wie hast du dich dabei gefühlt? Hast du gedacht, ich bin so ein Verrückter aus Köln, der jetzt wieder so, hey, ficky, ficky. Das war ja kurz nach Silvester, stimmt. Ja. Nö, du hast halt süß gegrinst dabei, du warst halt niedlich. Niedlich. Und ich fand es eher witzig. Charmant. So. Du fandest es witzig, dass ich das gemacht habe.
Naja, ich war halt erst genervt, weil ich echt müde war. Ja. Und ja, ich hatte nicht so wirklich Lust. Genau, und wie habe ich es dann geschafft, dass du doch Lust bekommen hast? Das hat nicht locker gelassen. Du Ja. warst halt, weiß nicht, ich wollte dir meine Nummer geben und dachte mir jetzt, okay, dann Und dann hast du mir auch deine Nummer kannst du mir gegeben. immer noch zeigen, ob du mich wirklich kennenlernen willst oder so. Genau, und dann habe Und ich dann auch. hast du aber gesagt, Deine Nummer brauche ich nicht. dir geht es ja um mich, ne? Ich Was brauche dir gibt's? nicht die Nummer. Ich will dich ja kennenlernen, nicht die Nummer Genau. kennenlernen. Genau, dann hab ich dich gefragt, wo du hin musst noch. Und Was habe ich gesagt? du musstest mit dem Bus weiterfahren. Genau. Genau, habe ich gesagt, okay, ich begleite dich noch, wenn es für dich recht ist. Und, Aber wir haben doch noch was getrunken zusammen. ach ja, stimmt, davor, wir waren ja, also in der Bahnhofshalle, da habe ich gesagt, hey, komm, du musst deinen Bus erwischen oder so. Da habe ich gesagt, ja, Busse fahren alle paar Minuten, du kannst auch den nächsten nehmen oder so. Und dann habe ich gesagt, hey, guck, da ist ein kleiner Imbiss, lass uns da einen grünen Tee trinken gehen. Und dann haben wir uns hingesetzt nebeneinander und ich habe schon schön Körperkontakt aufgebaut. Hast du? Ja, habe ich, ja. Okay. Und dann hast du gleich so gecheckt oder analysiert, was ich für ein Typ bin, glaube ich. Da hast du gesagt, ah, du bist da ja so. Irgendwas hast du gesagt, Abenteurer oder ich weiß nicht mehr genau, was es war. Echt? Ja. Ich, okay. Ich kann mich auch nicht mehr daran Ja, erinnern. das ist schon länger her, muss man sagen, dazu. Ein 6 Wochen? paar, 7 Wochen? 6, 7 Wochen, ne? Ja. Du bist jetzt einer meiner Fuck-Buddies geworden. Okay. Affären, um es etwas besser auszudrücken, nicht wahr? Ja, und dann haben wir den Kaffee. Was hast du dir gedacht, als wir dann getrunken haben, den Tee? Was dachtest du dir dann in dem Moment? Also am Anfang warst du ja eher so, ich will nicht. Dann, okay, ich gebe ihm die Ich weiß, Nummer ich und habe dir dann. gesagt, ich habe jetzt schon 1,5 Liter grünen Tee getrunken. Und du meintest so, wow, es hat noch keine Frau zu mir gesagt. Ja, dass sie grünen Tee trinkt, ja. Du bist die erste, eine der wenigsten Frauen, die das von sich aus, die ich nicht erst dazu erziehen muss, grünen Tee zu trinken, sondern die das von sich aus schon machen. Dachte ich mir, oh, Genau. was eine Traumfrau. Eine Frau zum Verlieben. Klar. Genau. Weiß ich nicht, wir haben cool gequatscht, oder? Ja, Es ging, war ganz lässig. Hast du dich also. bedrängt gefühlt in irgendeiner Art und Weise? Nö. Hast du dich, genau, und dachtest du so, ich bin jetzt der Ficker so, der jetzt dich vögeln will sofort? Oder eher, was dachtest du dir in dem Moment? Gute Frage. Dazu habe ich das Gespräch gar nicht mehr wirklich so eine gute Naja, Erinnerung. aber versuch die Gefühle wieder herbeizuholen. Die Gefühle, die Emotionen. Ach, wie gesagt, also das war nett, entspannt, funny, süß, niedlich. Oh. Keine Oh. Ahnung. Und dann nach dem grünen Also es Tee? war nach dem grünen Tee hast du gesagt, du begleitest mich noch zum Bus. Genau. Und dann, ja, haben wir auf den Bus gewartet. Genau. Na, ich versuche dich zu Und es war küssen. ultra kalt. Du Ja, hast es war versucht, wirklich mich zu kalt. küssen, Ja. indem du mir den Eskimo-Kuss gezeigt hast. Ja, genau. Guck mal, ich zeig dir mal, wie Eskimos küssen, weil es so kalt ist draußen. Genau, es war Und super kalt. dann habe ich von der Eskimo übergeleitet zu einem kleinen Mundkuss. Also nicht mehr. Aber wir haben uns nicht geküsst. Nur so auf die Lippen kurz. Ja? Ja, das Okay. war's. Und dann, also ich hätte noch hartnäckiger bleiben können, hätte dich noch in den Bus einsteigen können. Weil du hast gesagt, ja, okay, ich komme schon alleine nach Hause. Und normalerweise, wenn ich Zeit gehabt hätte, wäre ich noch mit in den Bus eingestiegen. Dann hätte ich noch weiter begleitet, weil dann hätte ich darauf bestanden, nein, ein Gentleman, da begleite ich natürlich nach Hause oder zumindest noch ein Stück weit und ich wohne auch um die Ecke und hätte das gemacht. Aber zu Hause saß noch ein Kumpel von mir, weil wir gerade Videos editiert haben. Und deswegen, ich hatte nicht so viel Zeit. Sonst normalerweise hätte ich das noch ein bisschen vorangepusht. Und vielleicht hat es sogar geklappt, dass wir in der Nacht noch, in dem Abend noch im Bett gelandet wären. Also Meinst ich denke schon, weil du? am Anfang warst du ja so, ey, nee, ich habe keine Zeit. Dann, okay, ich gebe dir die Nummer. Okay, ich trinke mit dir den grünen Tee. Okay, begleite mich noch zur Bushaltestelle. Und waren alles so kleine Steps, so kleine Eingeständnisse. Wenn man da noch dran geblieben wäre, ich kann mir gut vorstellen, dass es noch geklappt hätte. So zu 70%, 80%, 100%, ich kann mir das ja nie genau sagen. Und ja, aber musste dich dann selber aus Zeitgründen abbrechen und habe dann aber ein festes Date mit dir ausgemacht, eine Woche später. Ne? Eigentlich mache ich immer die Dates für den nächsten Tag oder nächsten 2, 3 Tage aus, weil es noch frisch ist, aber ich bin dann Aber selbst das die ist Woche ja verreist. sehr schade. Ich bin jetzt die ganze Woche nicht in Ja, ich Berlin. bin die ganze Woche nicht in Berlin und dann dachte ich mir, aber die war schon cool. Dann lass uns doch nächste Woche gleich am Montag treffen. Und dann ist halt, ja, okay, warum nicht? Machen wir. Und dann haben wir uns getroffen, ne? Und du dachtest, dass wir uns noch richtig schön kennenlernen. Und so jetzt, ne?
Und ich dachte, für mich war es eigentlich schon so geritzt. Ich dachte, okay, jetzt gehen wir einfach nach Hause und vögeln. Und dann bin ich erstmal mit dir ins McDonald's gegangen, sehr romantisch. Und das war irgendwie so für dich so, Sind McDonald's. wieder, wir standen nur Oder wir davor und haben standen. aber, genau, du wolltest irgendwo anders mit mir hin. Ach nee, Und das sind wir nicht ins war, McDonald's gegangen? nee, ich glaube nicht, wir standen nur davor und haben auf den Bus dort gewartet, weil du irgendwo, Weiß ich gar nicht du mehr. wolltest in Ach, das war irgendeiner die Bar andere. Das war die oder andere. so. Verstehe. Und ja, genau, dann waren wir aber nicht in der Bar, ne? Oder waren wir doch? Nee, waren wir nicht, ne? Nee, du hast gesagt, lass uns doch gleich nach Hause zu mir. Ja, lass uns doch gleich nach Hause zu mir. Das Genau. habe ich deshalb Weil gesagt, du wolltest, warum hast du es gesagt? weil ich gemerkt habe, dass du den Körperkontakt zugelassen und sogar erwidert hast. Da dachte ich mir, okay, die ist bereit für mehr, die ist bereit für mehr. Warum noch Zeit verschwenden draußen? Und ah ja, und auch deshalb, weil du gesagt hast, du hast nicht ewig lange Zeit, weil du da am nächsten Morgen gleich aufstehen musst. So. Dann dachte ich mir, okay, wenn wir jetzt noch Tee trinken und dann noch zu mir nach Hause gehen, das wird an dem Abend wahrscheinlich wieder nicht klappen. Dann wird sich das wieder hinauszögern. Dachte ich mir, nee, dann skippen wir das und versuchen es gleich. Und dann sind wir nach Hause gegangen. Und deinem Vorwand. Und was habe ich gesagt? Ich glaube, du warst nur ganz kurz zu Hause und würdest schnell noch was essen wollen. Und dann können wir immer noch was trinken gehen danach. Ah, okay. Ja, manchmal arbeite ich mit Vorwänden, aber nicht immer. Manchmal mache ich das einfach, gehe einfach nur mit dir nach Hause. Aber da war das eben Vorwand, ich musste noch was essen, so Fitnessnahrung oder so. Ne? Deswegen musste ich mit Wahrscheinlich, dir nach wahrscheinlich. Hause. Und dann sind wir halt nach Hause gegangen und sind aber auch zu Hause geblieben. Genau. Und ja, wie es der Zufall so will, wenn ein Mann und ein attraktiver Mann und eine attraktive Frau in einem geschlossenen Raum sind, wo sonst keine anderen sind, dann ergeben sich halt so Dinge, die einfach so passieren. Da kann man nichts tun, ne? Und am Anfang war es noch ein bisschen so skeptisch und dann, wir hatten fast Sex und dann doch keinen Sex. Und dann habe ich mich zum Schein ergeben. Und dann habe ich mich teilweise wieder Weißt du angezogen, noch, warum ich keinen Sex wollte? weil du deine Tage hattest. Genau. Genau. Aber ich dachte, ich habe das auch dann gesagt, dass es nicht so schlimm ist, das passt schon, dass ich da Aber ich nicht so glaube, für bin. mich war das der größte Grund, Genau, ja, keinen Sex zu du hast, genau. Also haben. sonst hättest, wenn du nicht deine Tage gehabt hättest, hättest du dich gar nicht so angestellt, ne? Da hättest du kein. Wahrscheinlich schon. Doch, trotzdem? Nicht? Nee, wahrscheinlich hätte ich mich nicht so Ach ja, angestellt, genau. ja. Jedenfalls hast du da immer so ein bisschen so, ich kann nicht, ich fühle mich nicht so, ich bin halt gar nicht so in die Stimmung oder in das, dies, das. Und dann habe ich aber auch gefragt, warum? Hast du deine Tage und so? Hast du gesagt, ja. Dann habe ich gesagt, hey, das ist nicht so schlimm. Und dann hatten wir fast Sex, wir waren beide schon nackt und dann, ah, nee, ich kann das nicht, ich kann das nicht. Und dann habe ich, da war ich schon so ein bisschen so wütend, so. Aber ich dachte mir, ey, wie kann das sein? Wir hatten jetzt schon fast, schon drin gewesen, verdammt nochmal. Warst du wütend? Ja, so innerlich schon, ich habe es auch nicht gezeigt. Und dann dachte ich mir, Du Alter, wie kann. hast, glaube ich, gesagt, wow, du bist ja echt Was Besonderes. schwierig. Schwierig. Oder irgendwie sowas. Ja, okay, dann war ich, wie gesagt, so ein bisschen pissig, aber ich habe es nicht nach außen gezeigt, sondern eher nach, das in mich vergraben. Und dann habe ich mich so, glaube ich, zumindest die Unterhose wieder angezogen und Und habe du hast dich deine dann. E-Mails gecheckt oder irgend Ach ja, meine E-Mails gecheckt. Ich muss meine E-Mails sowas? checken. Genau, und dann bist du irgendwie wieder, also es war so ein klassischer Freeze-Out. Und dann bist du irgendwie wieder zu mir Erklär gekommen. nochmal deinen Freeze-out. Freeze-out. Freeze-out Genau. bedeutet, dass man der Frau die Aufmerksamkeit entzieht, aber nicht beleidigt spielt, sondern einfach nur woanders hingeht, sich mit anderen Dingen beschäftigt, bis die Frau von sich aus wiederkommt. Und wenn die Frau dann von sich aus wiederkommt, die Aufmerksamkeit sucht, dann schlägt man zu. Dann schlägt man zu. Und das habe ich dann auch gemacht. Dann bist du dann irgendwie, glaube ich, dann zu mir gekommen. Ich habe dich dann umgedreht und habe wieder mit dir rumzumachen begonnen. Und dann hast du gesagt, du bist ja schon so ein Player. Aber dabei standen wir an der Tür, Genau, weißt du? dann Genau, standen wir an der Tür. Also, wir waren aber noch beide ausgezogen, halt so. Beziehungsweise ich hatte noch die Unterhose und du hattest deine wieder angezogen. Und dann hast du gesagt, du bist ja schon so ein Player. Und das Lustige ist, so also, habe ich es nicht gesagt. Ich habe gesagt, du bist total der Player, oder? totaler Player. Totaler Player. Genau. Und weißt du was, ich weiß nicht, ob du meine Webseite, hast du die schon mal angeschaut? Oder noch Nee, ich nicht? glaube nicht, nee. Also, ich heiße, das Motto meiner Webseite heißt, It's okay to be a player. Stimmt, ich glaube, das hast du gesagt, Ja, das habe ich danach ja, und du gesagt. musstest Ja, lachen. deswegen musste ich lachen, so. Und dann, ja, dann habe ich die halt, habe ich es nochmal probiert und diesmal hat es geklappt. Und ja, da hatten wir Sex, war gar nicht mal schlecht fürs erste Mal und trotz, dass du deine Tage hattest. Und ja, nach dem Sex sah so mein Schwanz wie so ein geschlachteter Truthahn aus. Genau, das hast du auch Ja, gesagt, genau. das war richtig makaber, aber ich So dass meine. ich mich noch besser gefühlt habe. Ja, also mir ging es danach gut, ja.
Ja, mir ging's gut, ja. Was hast du noch so zu erzählen zu dieser Story so zu Hause hier und da? Gibt es noch irgendwelche interessanten Ideen oder was dir so aufgefallen ist oder eingefallen ist? Ich weiß nicht, also ich glaube, ich habe dir nicht nur den Vorwand der Tage genannt, oder? Also ich habe noch gesagt, andere dass Vorwände ich genannt. Weiß nicht. Vorgeschobene Gründe. Ja, wahrscheinlich in dem Zusammenhang bestimmt. Ja, warum? Keine Ahnung. So Unsicherheit? Weiß ich nicht. Also ich glaube, ich kannte dich einfach nicht gut und ich konnte die Situation nicht einschätzen und weiß Was nicht, dachtest du? Dachtest aber. du, dass, oh, der will mir was Böses? Ich weiß nicht. Ich hatte auf jeden Fall irgendwann war ich der Meinung, so, es ist eigentlich totaler Bullshit und warum nicht und. Ja, dass du dieses Kopfkino, so dass du dir selber unnötig Sorgen machst und hier und da. Genau, aber das war halt irgendwann vorbei. Ich dachte mir halt so, klar. Und warum war es auf Eigentlich einmal hast, ja, ich weiß Geschäft? auch nicht. Also wahrscheinlich, weil ich doch auch Bock hatte und das in dem Moment Hat es dann auf überschwappt einmal, so, ja, dann sind die genau. Sorgen weggedings. Das heißt also, Genau. weil ich dich weiter geil gemacht habe, sind die Sorgen und Ängste und soziale Druck quasi weggegangen. Beziehungsweise er war immer noch da, aber nicht mehr so groß, weil die Lust immer größer wurde. Naja, ich weiß nicht, ich glaube, du hast irgendwann gesagt, von wegen so, hey, komm, ich weiß jetzt, dass du deine Tage hast, das ist kein Vorwand mehr, du musst morgen früh arbeiten, es ist inzwischen so und so spät, du kommst eh mit zu wenig Schlaf ins Büro. Ja, so oder so wirst du G wenig genau, schlafen. genau, genau, und genauso gut kannst du jetzt auch Sex mit mir haben und dann. Genau, deswegen kannst du auch noch Sex mit mir haben, weil ich meine, es ist eh schon gelaufen. Genau. Und dann haben wir ja eigentlich, Eigentlich habe ich dir stimmt, recht. Habe ich dich durch Logik überzeugt, quasi. genau. Durch bestechende Logik. Ja, genau. Ja. Es hat geklappt, genau. Nice, nice. Hast mich flachgelegt. Ja. Genau. Nice. Was hast du den Männern, hast du noch so einen allgemeinen Flirt-Tipp an die Männer, so einen Aufreißer-Tipp, wie Männer das angehen sollen? Fällt dir irgendwas ein, den Trick auf oder den Tipp, den die Männer beherzigen sollen, wenn sie Frauen rumkriegen wollen? Gute Frage. Weiß nicht, originell sein. Irgendwie, keine Ahnung, bringen die Frau zum Lachen. Habe ich dich zum Lachen gebracht? Und ich glaube schon, mehrmals. Echt? Aber ich habe Ja. da nicht irgendwie besonders Durch deinen drauf geachtet. Charme halt. Also, du hast natürlich keinen Joke gemacht oder sowas, aber du warst halt witzig und nett. Also, Aber das darf man jetzt nicht verwechseln, dass die es Männer war jetzt nicht. denken, Es dass ich jetzt ist. so Humor, also Witze einen nach Witz nach dem anderen gerissen habe. Das habe ich nicht gemacht, sondern irgendwie durch meine freche Art wahrscheinlich, ne? Genau, du warst Ja. halt nicht platt. Also es war ja locker Locker und easy. easy, genau. Okay. Relaxed. Das heißt, die originell sein, der Frauen immer schön Blumen mitbringen, sie zum Essen einladen, mit ihr vielleicht noch die Hochzeitsplanung durchgehen. Ich glaube, das ist out. Ich weiß nicht, also keine Ahnung. Aber wenn ihr vögeln wollt, dann lasst es die Frau einfach wissen. Und Ich weiß es nicht. Also einfach keine blöden Sprüche machen und das halt zu offensichtlich wirken lassen. zu offensichtlich ist auch nicht gut. Zu offensichtlich, bis die Frau wissen lassen, dass Zum Beispiel, wenn ich jetzt noch ihr neues vorher, Sexwort oder so. wenn ich Oder jetzt, keine Ahnung, ja, ich weiß es nicht. aber auch selbst wenn man nur Sex will, dass man es trotzdem nicht so rüberkommen lassen soll. Dass es nicht nur darum geht. So, zum Beispiel, wenn ich jetzt mit dir, bevor ich jetzt nach Hause, mit dir über den Vorwand nach Hause gegangen wäre, dass ich was essen wollte, wenn ich jetzt noch davor mit dir zur Tanke gegangen wäre und eine große Packung Kondome gekauft hätte, wäre das vielleicht zu offensichtlich. Ja, aber ganz ehrlich, jede Frau, die mit dir nach Hause geht, der ist klar, dass der Vorwand nur ein Vorwand ist. Ja, das ist sehr wichtig. Das ist sehr wichtig. Also wenn du eine Frau mit nach Hause nimmst, ist es wichtig, dass du ihr schon vorher klar machst, dass wenn sie mit dir nach Hause geht oder an einen ungestörten Fleck, dass du über sie herfallen willst, wirst. Das ist sehr wichtig, dass du denn das vorher schon so weit eskalierst, dass die Frau weiß, oh, wenn ich mit ihr wohin gehe, dann wird es gefährlich. Weil wenn du sie einfach nur so über einen Vorwand mit nach Hause nimmst, dann wird sie sich unwohl fühlen und sich fragen, hey, warum macht er jetzt so? Warum ist er jetzt so auf einmal, wenn er vorher ganz anders war? Also nicht verstellen, sondern von Anfang an der Frau zeigen, was Sache ist und wohin die Reise geht. Weil sonst wird sie, das habe ich mir früher auch falsch gemacht. Ich habe die Frauen so schnell wie möglich mit nach Hause genommen,
aber gar nicht so zum Vorschein kommen lassen, was ich eigentlich will. Und dann waren die immer überfordert. So. Manchmal hat es geklappt, aber oftmals auch nicht dann mit dem Sex an dem Tag, weil einfach das vorher nicht klar war. Und das ist wichtig, ne? Ja. Gut. Ja. Dann alles Gute und pimp schön fleißig. Bis zum nächsten Mal.